Moin zusammen. Neue Woche, neues Glück, möglicherweise. Was gibt's Neues? Stille ruht der See eigentlich. Und das Einzige, was vielleicht von Bedeutung wäre, Nordkorea droht mit Vergeltung. Naja. Ganz viel wird da meines Erachtens erstmal nicht passieren, außer dass der Ami kräftig trommelt und den Finger hebt. Was gibt's sonst? Wetter. Wetter haben wir relativ gutes, aber es soll umschlagen. Alles nicht das Pralle. Das ist das, was ich im Mai gesagt habe. Das war der Sommer 2017, zumindest im Norden. Im Süden sieht das ja zum Teil etwas anders aus. Hinweisen möchte ich noch auf den Vorweg. Am kommenden Wochenende ist wieder Honigmann-Treffen. In der Nähe von Rottweil. Ist unter anderem wird über die weltweite Situation gesprochen. Holger Greiner ist da, klar, mit seinen gesegneten Händen und Rückgratbegradigungen, unter anderem durch Reiki-Methoden. Die Eva Görgner ist da mit der Frequenz, mit ihren Frequenzgeräten. Und der Rainer Schulz kommt rüber, ist der Buchautor, wird einen Vortrag über seine Bücher halten. Unter anderem auch das Paradies war doch in Mecklenburg oder ähnliches. Und Germanitien, reine Seele, Ruinen als Sinnbilder und so weiter. Ganz interessantes Ding eigentlich. Der Dieter kommt, Dieter Schall, dein Blut, der Saft für deine Lebensenergie, darüber referiert er. Abends ist dann, das ist am Sonnabend alles, abends ist dann der Klaus Müller da, Erfolge verstehen und bewusst verursachen, Mittel und Werkzeuge und Rezeptvorschläge und auch dahingehende Lösungen. Dann am Sonntag wird über die Gesundheit unter anderem gesprochen. Rainer Feißle ist da, unsere Welt von morgen. Wird er sprechen, der Richard Willi von Runen und ihre heilsame Wirkung. Da ist ja viel, sehr viel mehr dran, als die meisten sich vorstellen können. Der Oliver ist da, Oliver Barth. Von der Quantenphysik zum Bewusstsein der Reinkarnation, könnte sehr interessant werden. Meldet euch eben an unter imme76@web.de. Wäre schon nicht schlecht. Und interessant ist es allemal. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 7. August 2017, Nummer 1150. Berkeley. Bis zu 10 Milliarden Transistoren ballen sich heute auf einem einzigen Chip. Doch die Grenze der Siliziumtechnologie ist absehbar. Bei Strukturen unter 5 Nanometern rechnen die Chip-Entwickler mit störenden Tunneleffekten, die ein verlässliches Schalten unmöglich machen. Doch mit dem Halbleiter Molybdenisulfid, das heute auch als Schmiermittel verwendet wird, können Transistoren noch deutlich weiter schrumpfen. In der Fachzeitschrift SINS präsentieren kalifornische Wissenschaftler einen Transistor, der mit nur einem Nanometer kleinen Strukturen zuverlässig schalten konnte. Irgendwann ist meines Erachtens dahingehend in der Größenanwendung aber auch mal Ende. Wenn wir schon im Nanobereich sind, ganz viel kleiner geht es dann nicht mehr. Komplexsystem Antistress. Stress als solche des 21. Jahrhunderts. EMF-Sendungen als Stressor Nummer 1 in der Klassifikation stressauslösender Faktoren. Vor wenigen Jahren waren noch biochemische Stressoren Hauptsache von Stressauslösern. Das hat sich mit der Smartisierung oder mit der Hapisierung und Digitalisierung der unmittelbaren Lebensräume extrem geändert. Ob da die physikalischen Stressoren, wie eben oben genannt, zu tausendfachem Abstand die allergrößten Stressoren sind. Kein Zellsystem, Hirn- oder Nervensystem kann sich in dieser kurzen Zeit adaptieren. 10 Jahre sind da absolut keine Zeitspanne, in der sich ein Organismus darauf einstellen kann. Er braucht Hilfe, Komplexsysteme, etwas Besseres gibt es weltweit auf dem Wissensniveau nicht, Komplexität sowieso nicht. Und bitte selbst weiterlesen unter Nummer 2. Illinois, VSA.
Der Staat Illinois sieht sich seit Juni 2017 mit über 15 Milliarden US-Dollar in rückständigen Rechnungen, also Schulden, konfrontiert. Illinois Bonitätseinstufung liegt auf dem Sterbebett, weil das vorgeschlagene Notbudget und die begleitenden Steuererhöhungen die Ursache des finanziellen Zustandes des Staates nicht beheben werden. Im Gegenteil, die Krediterhöhung wird es dem Staat noch schwerer machen, wieder aufzustehen. Der Staat steht kurz vor dem Bankrott. Dies wäre der erste Staat in der Geschichte Amerikas, dem ein solcher Status zugeschrieben wird. Washington, USA, Dollar. Schwach, schwächer Dollar. Der Greenback ist praktisch gegenüber allen Währungen der Welt im Rückwärtsgang. So ist der Dollarindex, der die Entwicklung des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen wie Euro, Yen, Schweizer Franken und britischen Pfund abbildet, um 9% gegenüber Ende 2016 gesunken. Ein enormer Rückgang innerhalb von nur 7 Monaten. Das ist der schlechteste Start für den Dollar seit 1985. Es sieht so aus, als ob die Entwicklung des Jahres 1985 ziemlich eng nachvollzieht, schrieb Stephen Vannelli, Gründer und Vorstandschef der VS-Investmentfirma Knowledge Leaders Strategy. Washington-Russland-Affäre. Der Sonderermittlung in der Ermittler in der Russland-Affäre um VS-Präsident Trump Mueller hat eine Grand Jury in die Untersuchung eingeschaltet, berichtete das Wall Street Journal und die Washington Post am Donnerstag unter Berufung auf anonyme Quellen aus Ermittlerkreisen. Seit Mai prüfte Mueller mögliche Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam zu Russland sowie unterstellte russische Hackerangriffe zugunsten des Republikaners im Rennen ums Präsidentschaftsamt 2016. Nach Angaben der Zeitung sei die Grand Jury bereits vor einigen Wochen einberufen worden. Das Gremium hat in der Regel die Aufgabe, bei möglichen Verdachtsfällen die vorliegenden Beweise zu prüfen und zu entscheiden, ob Anklage erhoben werden sollte. Washington, VN-Sicherheitsrat, Nordkorea. US-Präsident Trump lobt die neue Resolution des VN-Sicherheitsrates gegen Nordkorea und ist China und Russland für die Mitwirkung an der Verabschiedung dieses Dokumentes dankbar, geht aus der Erklärung der Pressesprecherin des Weißen Hauses Sanders hervor, die Sputnik zugegangen ist. Die einstimmig angenommene Resolution verschärft die Sanktionen gegen Nordkorea, das im Juli 2 ballistische Raketen Hwasong-14 hatte. Trump hatte gemeinsam mit seinen Verbündeten weiterhin den wirtschaftlichen und diplomatischen Druck auf Pyongyang verstärken wollen. Valencia, Venezuela. In der venezolanischen Stadt Valencia gibt es offensichtlich einen Militäraufstand und Aufruf zum Putsch gegen Staatspräsident Maduro. Unklar war zunächst, wie viele Soldaten an der Rebellion im Komplex Fuerte Paramasi, 170 Kilometer westlich von Caracas, beteiligt waren. Bisher wurden 7 Festnahmen berichtet. Das hat auch wohl nicht ganz so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allen Dingen, wenn da nur einer aufruft zum Boykott bzw. zum Aufstand und die anderen ziehen nicht mit, dann ist das ein verlorenes Kind. Sao Paulo, Mercosur, Venezuela. Die Außenminister von Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay haben alle Rechte Venezuelas an dem lateinamerikanischen Regionalbündnis Gemeinsamer Markt des Südens, also dem Mercosur, auf unbestimmte Zeit suspendiert. Die Entscheidung wurde über die Anwendung der sogenannten Demokratieklausel formalisiert, wonach in Venezuela ein Bruch der demokratischen Ordnung festzustellen sei. Raqqa, Syrien, VS-Koalition. Die SANA-Nachrichtenagentur berichtete, dass die VS-geführte Koalition Phosphorbomben auf Wohnviertel der umkämpften Stadt abgeworfen hat. Zurzeit wird von mindestens 43 Toten ausgegangen. Darüber hinaus werden erhebliche Schäden an den Gebäuden des Stadtviertels verursacht. Die Nachrichtenagentur stützt sich dabei auf Angaben der lokalen Abteilung des Internationalen Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes. Irak, New York. Die IS-Terrormiliz setzt laut UNO den Völkermord an der Minderheit des
Kräfte der Jesiden im Norden Iraks fort. Die Weltgemeinschaft tut nicht gut, um derartige Gräueltaten zu unterbinden. Deshalb wurde der Genozid praktisch nicht thematisiert, kritisierte die VN-Ermittlungskommissarin für Syrien am Donnerstag. Sei nicht eine Frechheit, sowas sozusagen, sowas zu äußern. Aber die Amis machen es, auch wenn sie es nicht dürfen, ist egal. Kilis, Türkei, Syrien. Die Türkei verstärkt ihre Militärpräsenz am Grenzgebiet zu Syrien. Im Konvoi von mindestens 5 Artilleriegeschützen sei in der Nacht zum Samstag in der südtürkischen Provinz Kilis eingetroffen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Mit den Geschützen sollen demnach die Einheiten verstärkt werden, die bereits in der Region stationiert sind. Neu-Delhi, BRICS. Die BRICS-Nationen haben mehr Möglichkeiten für gegenseitiges Wachstum und Entwicklung im Vergleich zu ihren Herausforderungen, sagte ein Experte. Im Interview mit Xinhua und das kommende BRICS-Gipfeltreffen in China sagte Varaprasit Dolla, Professor von der Jawaharlal Nehru Universität, dass das Schlüsselziel des Gipfeltreffens von einer stärkeren Partnerschaft für eine hellere Zukunft handelt. Sollte man sich mal darüber überraschen lassen, was da wirklich abläuft oder auch nicht. Bangkok, Indien, China. Im Interview mit CIR äußerte sich die Asien-Expertin von der Chulalongkorn-Universität in Bangkok, Dr. Trerat, zum gegenwärtigen Grenzkonflikt zwischen China und Indien. Nach den Völkerrechtsgrundprinzipien dürfen indische Truppen nicht in China einmarschieren und sich auch nicht dort aufhalten. Zudem dürfte Indien keine Militärausrüstung am Hoheitsgebiet Chinas stationieren. Das Verhalten von Indien sei unangemessen und die internationale Gemeinschaft sollte das weitere Verhalten Indiens mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, so die Expertin. Moskau, Manila, Washington. Russlands Außenminister Lavrov hat eigenen Angaben zufolge beim Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Tillerson am Sonntag am Rande der Asien-Gipfels im philippinischen Manila erläutert, warum Moskau gegen die jüngsten Vorerst-Sanktionen Gegenmaßnahmen getroffen habe. Ihn interessieren vor allem die Details der Entscheidung. Damit hat er begonnen, die erzwungenen von uns in Reaktion auf die antirussischen Sanktionen im Vorerst-Kongress getroffen wurden, so Lavrov. Dem Diplomaten zufolge haben wir diese Erläuterung gegeben. Moskau, Washington. Die russische Regierung hat erneut auf die jüngsten amerikanischen Sanktionen reagiert und sich enttäuscht geäußert. Die Sanktionen hätten die russische Hoffnung auf eine Verbesserung der Beziehung mit der VS-Regierung beendet, erklärte Russlands Premierminister Medvedev. Die Strafmaßnahmen kämen einem echten Handelskrieg gegen Russland gleich, schrieb Medvedev auf seiner Facebook-Seite. Falls jedoch diejenigen, die das Gesetz für die neuen Strafmaßnahmen angestoßen haben, geglaubt hätten, damit die russische Politik verändern zu können, hätten sie sich getäuscht. Moskau, Brüssel, Berlin. Russland werde laut eigenen Angaben auf einseitige Sanktionen der EU entsprechend reagieren. Wie es in der Erklärung des russischen Außenministeriums am Samstag dazu hieß, stellten die restriktiven Maßnahmen, die von der deutschen Bundesregierung vorgeschlagen wurden, einen Verstoß gegen das Völkerrecht und die internationalen Handelsprinzipien dar. Das Ministerium äußerte sein tiefes Bedenken über die Entscheidung aus Brüssel. Die lernen es nie und werden es auch nicht lernen und wollen es auch wahrscheinlich nicht lernen. Und unsere machen auch noch kräftig mit und blasen in dasselbe Horn. Eigentlich unbegreiflich. Ukraine, Polen. Der Rada-Abgeordnete und Mitglied der Partei Bewegung Neue Kraft, Michael Saakaschwili, berichtete, die Grenze zwischen der Ukraine und Polen sei Samstag am Grenzübergang Krakowetz vorübergehend blockiert gewesen. Die Grenzbeamten hätten nach dem ehemalig georgischen Präsidenten und Ex-Gouverneur Saakaschwili gesucht. Am 26. Juli hat der ukrainische Präsident Poroschenko Saakaschwili, der zu dieser Zeit in den USA war, die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen. Ob man das so einfach kann, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, das geht so einfach nicht.
Aber Poroschenko versucht ja alles zu biegen, was zu biegen ist. EU, Russland, USA. Vor allem die Nordseeanrainer Norwegen, Großbritannien und Niederlande holen einiges an Erdgas aus den Tiefen. Doch dieses reicht nicht aus, um den europäischen Bedarf zu decken. Deshalb gilt Russland als wichtigster EU-Gaslieferant. Geht es nach Washington, soll sich das jedoch bald ändern. Die USA sollen zum wichtigsten Gaslieferanten Europas aufsteigen. Darf ich mal lachen? Die neuen US-Sanktionen gegen Russland, auch gegen die EU in Sachen Energiemarkt, sind hierfür ein perfektes Instrument. Immerhin gilt dies der Ausschaltung der russischen Konkurrenz. Da werden die Amis nie gegen ankommen, im Leben nicht. Baltikum, NATO. Warum ist die NATO in Jugoslawien? Fragte schon 1996 ein ehemaliger Wirtschaftsberater von John F. Kennedy, Jean Gervasi. Dass die dortige Intervention tatsächlich nur gerade der Anfang von etwas Größerem war, wie er es voraussah, hatte er mit eigenen Augen sehen können, wäre er nicht kurze Zeit darauf unerwartet verstorben. Denn mit den Operationen und regelmäßigen Manövern der NATO im Baltikum scheint sich die Geschichte nun zu wiederholen. Italien, Sizilien, Lampedusa, Schleuserärzte. Italienische Behörden haben dem Schiff Prudence, die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, verboten, nach Rettungseinsätzen für Flüchtlinge im Meer diese nach Sizilien zu bringen. 127 Flüchtlinge wurden an Bord von zwei Schiffen der italienischen Küstenwache genommen. Diese führten die Flüchtlinge direkt nach Lampedusa. Turin, Italien, sechs Muselmann-Richterinnenkrankheit. Ein ausländischer Mann, hier geht es wie immer um einen muslimischen Invasor, der in einem öffentlichen Bus neben einem jungen Mädchen onaniert und auf ihre Oberschenkel ejakuliert, hat laut einer italienischen Richterin nicht gegen den Tatbestand der sexuellen Gewalt verstoßen. Der Bericht darüber schaffte es auch bis nach Südtirol. Freiheitlicher Meier bezeichnete die Richterin als krank und gestört. Das kann man nur so unterschreiben, denn das ist nicht normal. Aber in der heutigen Judikative ist es so. Auch gerade in Deutschland. Düsseldorf, NRW, Mazedonien. Ein Mann aus Mazedonien, dessen Asylantrag abgelehnt worden war, ist nach Informationen der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post von der Samstagsausgabe wegen Flugangst mit einem VW-Bus von Düsseldorf aus in sein Heimatland gefahren worden. Begleitet wurde er von vier Aufsichtspersonen. Es ist eigentlich ein Witz, wenn man könnte darüber lachen, wenn es nicht so, ja, übel rüberkommen würde. Stuttgart, Baden-Württemberg. Die Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg befinden sich nach Angabe des Landesjustizministers Wolf in einer extremen Belastungssituation. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Häftlinge um mehr als 6% gestiegen, von 6.845 auf 7.296. Die gestiegene Zahl ausländischer Gefangenen hat die angespannte Belegschaftssituation in den Gefängnissen des Landes weiter verschärft. Deutschland Ausverkauf. Dass die Christen in Sachen Übernahme Profi, die Chinesen, Entschuldigung, Christen, dass die Chinesen in Sachen Übernahme Profis sind, wissen Sie wahrscheinlich genauso gut wie ich. Doch da gibt es auch noch andere. Das war was sich da im Moment daran abspielt, ist eine regelmäßige Übernahmewelle über die deutsche Firmen. Vor allem rollt und soll aus dem Mittelstand besonders hervorgehen. 2016 haben unter anderem Käufer aus China den USA und Europa sage und schreibe 873 deutsche Firmen übernommen. Düsseldorf, Deutschland, Kinderarmut. Nach einer neuen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts leben zwischen 2,7 Millionen Kinder oder inzwischen 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland unterhalb der Armutsgrenze. Während im Mai die nordwestliche Kleinstadt Willich
das Richtfest für wunderschöne Neubauhäuser, einschließlich für Immigranten, ausschließlich für Immigranten gebaute, feiern konnte, ist die Kinderarmut in Deutschland 2016 erneut bedrohlich angestiegen. Die gute Nachricht. Eine uralte Weisheit besagt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, sozusagen dein Sprungbrett in einen erfolgreichen Tag. Täglich ein frisch zubereiteter Fruchtsmoothie gibt uns geistige und körperliche Kraft, unser Immunsystem wird gestärkt und wir tun etwas für unsere Gesundheit. Doch oft muss es morgens schnell gehen und uns bleibt kaum Zeit, uns in aller Ruhe ein vitaminreiches Frühstück zuzubereiten. Wir zeigen Ihnen einfache Tricks für fünf leckere und gesunde Frühstücksmoothies und bitte selbst weitergucken unter Nummer 26. So, und das war's mal wieder für heute. Mal schauen, was uns die kommende Woche bringt. Ich lasse mich mal überraschen. Wie gesagt, am Wochenende das Honigmann-Treffen südlich von Rottweil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen und hören uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.